was geht ab, Leute? Neues Video. Ich bin gerade noch mein Zeug am Packen. Wir sind gerade bei mir zu Hause und wir fahren diese Woche nach Holland. Filmen so einen kleinen Vlog, weil da ein Contest ist. Lasst alle schon mal ein Like da, einen Kommentar und dann sehen wir uns gleich im Auto. So Leute, was geht ab? Jetzt sind ein paar Stunden später. Ich bin beim Dustin zu Hause angekommen und den holen wir jetzt ab und dann geht's ab weiter Runde Topgolf zocken, wo wir auch den Theo dann noch treffen. Jetzt gucken wir mal beim Dustin hier in die Bude. Ich war noch nie da, aber ich habe schon den Chilli-Bus davor gesehen. Lass den mal überraschen. Da steht da schon der Chilli-Bus und da ist er ja auch der Chilli-Mann. Was ist hier los? Oha. Hallo. Sehen Sie einen wilden Dustin Wiesels beim Wäscheaufhängen. Komm, erzähl mal Quote of the Day. Was willst du? Boah, herzlich willkommen bei Topgolf, ne? Dustin. Topgolf. Auf Ostersonntag ist da oben einer runtergesprungen. Durch das Dach, ne? Voll durch das Dach. Voll durch das Dach. Auf Ostersonntag. Hab ich gesehen hier. Ey, what? Digga, wir sind jetzt hier mit Dustin, Oleg. Haben wir alle abgeholt. Jetzt sind wir beim Topgolf. Heute Abend ein bisschen zocken, Digga. Ich bin doch auch noch da. Der Theo ist auch noch da. Da kommt unser Ruby. Guck mal, ey, ja, und wie ihr gerade gesehen habt, unser schöner Eimer ist gerade angekommen. Wir bedanken uns bei dem Roboter. Wir sehen gleich ein paar Schläge von uns. Mal gucken, ob wir das können, ob wir Tiger Woods sind oder nicht. Digga, bist du auf den Kopf geklatscht? Ja, aber nicht schlimm. Also wir sind stark ins Spiel gekommen. Hinten raus haben wir ein bisschen nachgelassen. Wir haben zu viel zugelassen vom Gegner. Aber wir werden das Spiel jetzt drehen. Jetzt geht's andersrum. Zweiter Tag. Boah. So, Leute, was geht ab, ne? Wir haben hier den Dustin dabei. Was ist los, ja? Wir sind jetzt endlich in Eindhoven angekommen. Jetzt gleich erstmal ein bisschen aufwärmen, ein bisschen Practice, den Park angucken. Die haben den Park ein bisschen umgebaut. Und da sehen wir uns gleich beim Contest, ne? Uns gleich drin, ja. 1, 2, 7. Digga, du hast nur genug Zeit gehabt, gestern. Was? Quote of the Day. Ah, scheiße, hab ich gar nicht mal drüber nachgedacht. Ja, neuer Tag, neues Glück. Gib mir 5 Minuten und du kriegst von mir Quote of the Day. Hier, guck mal, Schafe bekommen Mindestlohn, Löwen bekommen Mindset-Lohn, Digga. Ist nicht gut? Was? Nicht gut, Digga? Ich hab's nicht gecheckt. Ich hab's gar nicht gecheckt. Hä, wegen Mindset, Digga, Mindestlohn, Mindset. Schafe bekommen, Digga, kennt ihr das? Ja, voll reingeschissen, Alter. Ja, dann lass das nicht nehmen. Theophil oder Theophile? Theophil. Filet. Lachsfilet. Theophile. Okay, jetzt erster Blick in den Park. Theophil. Digga, die mies reingeschissen hier, ne? Digga, weißt du was? Ja, wie ihr seht, die haben so ein paar Obstacles umgebaut. Das Logo von Stunt Steps Center, ne? Ja. Das sieht aus wie von Stunt-Scooter.de von früher. Das ist die Schrift. Ja, Mann. Das ist ja, stimmt, ne? Also ich sag ehrlich, was will man mit dieser Rail anfangen? Klick, 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 klick. Digga, bockt da gar nicht jetzt schon. Also, ich setze einen Zehner rein, wenn Tim das Ding uprail macht. Heute ist der Tag für Überraschung, nämlich. So Leute, da gestern ja einmal auf den Kopf gefallen ist und ich ja auch ein bisschen noch Schmerzen habe in meiner Rippe, jetzt hier noch eine schöne Ibo reinfahren, ne? Damit wir gleich auf jeden Fall auch gut fahren können. Ne? Kannst du sagen. uns jetzt ein bisschen aufgewärmt, hatten so Practice mit allen zusammen, war ein bisschen chaotisch. Haben uns den Park ein bisschen angeguckt, Theo und ich. Ja, weiß ich nicht, ne? Die haben so ein paar Obstacles zu dem Park dazu gemacht. Wie so, keine Ahnung, so eine komische Knacker-Rail da unten. Die ist irgendwie nicht so geil. Und dann hat noch so eine gelbe Rail, die ist auch irgendwie voll fehlplatziert, weiß nicht. Na, ich denke mal, wir werden gleich unser Bestes geben bei den Runs. Dauert aber noch ein bisschen, weil jetzt erst Amateur Run ist, dann Amateur Street, dann Pro Park. Ihr hört schon den Dustin hier rumschreien, ich hoffe, ihr hört mich überhaupt. Wir holen uns jetzt noch was zu essen und dann filmen wir noch ein bisschen die kleinen Kids, wie die ein bisschen abgehen. Ja, Mann. Komm, Junge, sag mal was geht ab? Zu heftig hier. Zu heftig? Ja, zu heftig. Keine Ahnung. Okay. Sind halt auf jeden Fall krasse Sachen dabei. Ja. Deswegen wird's schon ordentlich. Dieses Street Amateur, filmen so die Besten. Der Dome schneidet so eine kleine Zusammenstellung da drauf. Und ja, Mann, ich hoffe, euch gefällt das. Boah, einfach ein cleaner Double Play hinter mir. Wie nix, auf ihr Großer. Nicht schlecht. Freunde, wie ihr sehen könnt, ist jetzt hier Pro Park. Das heißt, jetzt kommen die wilden Jungs mal aus dem Kessel. Da sind richtig kranke Typen dabei. Guck mal, wie das hier runter geht. Digga, es ist geisteskrank. Es ist behindert. Dieses Bein, also da würde ich wirklich jetzt ehrlich gesagt, glaube ich, nicht mehr als Basketball rüber machen. Und die ziehen da auch ganz entspannt Double Flips rüber.